anderen Sachen, ja. Erste Reha-Woche bestanden. Jetzt ist der wöchentliche Bericht für diese Woche. Es ist ja schon wieder Dienstag. Und ja, gerade fühle ich mich super. Ich komme gerade vom Sport, habe wieder Endorphine freigesetzt. Gerade geht es mir gut. Ja, also die Reha ist eine feine Sache. Anfangs wusste ich ja nicht so wirklich, auf was ich mich hier jetzt einlasse. Da war ich super nervös, hatte keinen Plan und so langsam lichtet sich der Plan. Ich habe hier auch generell, wurde auch sehr viel geplant. Ich kann mal gucken. Kann ich das so zeigen? Ich habe hier doch einen recht vollen Terminkalender. Das war jetzt nur bis zum Donnerstag. Ich habe natürlich, ich will jetzt keine Daten zeigen von den Therapeuten oder sonst was. Und halt Freitag, Samstag, Sonntag haben wir hier. Also da ist ein bisschen ruhiger. Ist gut durchgetaktet die Woche. Man hat viel zu tun. Man hat eine gute Mischung aus Kopfarbeit, emotionaler Arbeit und ein bisschen Körper. An dem einen oder anderen Tag habe ich jetzt keine körperlichen Tätigkeiten. Da werde ich aber selber, ja, ja, welche suchen. Weil ich gemerkt habe, Bewegung tut mir gut. Sei es jetzt einfach spazieren gehen. Das bin ich noch, euch noch schuldig. Wir werden mal gucken. Hier gibt es super viele Wanderwege, super viel Wald. Ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen was aus dem Wald filmen. Die Woche bin ich nicht dazu gekommen, weil ich ja die erste Woche sehr, sehr viele Gespräche hatten. Und die Gespräche haben mich doch mehr mitgenommen wie der Sport. Danach war ich richtig K.O. Aber naja, man muss ja das aufarbeiten, was man jahrelang irgendwie verplant hat, was jahrelang auf der Seele lastet. Teilweise Sachen, die man verdrängt hat, vergessen hat oder einfach nicht realisiert hat, dass das irgendwie einen belastet. Ich bin immer so ein Mensch, ich will mir selber nicht eingestehen, dass es mir nicht gut geht. Und noch schwieriger ist es, anderen zu zeigen, dass es mir nicht gut geht. Und daran muss man arbeiten, dass ich zumindest zu mir selber ehrlich bin und nicht sage, nee, war schon schlimmer. Ich kann nicht so schlimm. Das war doch schon schlimmer. Ja, und wenn ich mir selbst gegenüber mir nicht ehrlich sein kann, wird es auch schwierig, jemand anderem das mitzuteilen. Generell Kommunikation ist immer noch ein Ding, das muss noch funktionieren, dass ich halt ja, ein bisschen ehrlicher in der Hinsicht bin. Ist ja nicht so, dass ich nicht lügen würde, sondern dass ich einfach sagen, nicht sage. Das ist aber auch nicht besser. Ja. Aber dafür bin ich ja hier. Und der ganze Tapetenwechsel, dass ich einfach nicht zu Hause bin, mal komplett von allen weg. Das tut richtig gut, um einfach mal einen Anfang zu kriegen und zu gucken, einfach neue Sachen auszuprobieren. Wie gesagt, ich habe jetzt Board angefangen und ich werde das auch weitermachen. Und ich werde mal schauen, was da für Möglichkeiten bei mir gibt. Einfach weil ich auch merke, ja huch, ich war noch nie eine Sportskanone. Ich habe früher mal ein bisschen geturnt und so Rückengymnastik und so ein Shit gemacht, weil ich halt Probleme mit dem Rücken habe. Ich dachte, das tut ganz gut. Ich muss aber, ich wäre gelogen, wenn ich sage, ich wäre schon mal jemals krass sportlich gewesen. Das wäre nämlich gelogen. Ja, aber ich merke, ich muss niemandem irgendwas beweisen. Ich kann in meinem Tempo das machen. Und das tut mir ganz gut, einfach, dass ich wieder Sachen mache. Was ich für mich entdeckt habe, sind ein paar Sachen, die ich super geil finde oder die ich gut finde, die mir gut getan haben. Ist einmal das Nordic Walking. So laufen generell, spazieren gehen, ein bisschen zügiger gehen, wandern und so weiter. Wandern habe ich generell immer schon, das ist typisch deutsch, bin immer früher gewandert. Ich hatte ja früher den Balu, den kennt ihr nicht, den hatte ich auf dem Kanal, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Das ist den Hund, den ich vor Lola und Max hatte, war ein Terrier-Mix. Terrier-Energie ohne Ende. Mit dem bin ich aber gelaufen. Ich bin mit dem teilweise 6 Stunden gelaufen. Und ja, kann ich mit Lola nicht machen. Die denkt nach 10 Minuten, ja, guck mal, Herrchen. 10 Minuten sind um, schickt jetzt aber auch, wir gehen nach Hause.
Mal gucken, ob ich den Max dazu kriege, dass der ein bisschen mehr mit mir läuft. Und dass ich den Max dazu kriege, dass er ohne Lola läuft, weil die müssten noch zusammenlaufen. Lola ist es egal, aber der Max, der fühlt sich alleine noch nicht so wohl. Wir sind froh, dass er alleine jetzt mit in den Garten geht, dass sie da nicht immer mit muss. Vielleicht kriege ich ihn dazu, dass wir da ein bisschen machen. Und ja, mal gucken, wir haben ein Fitnessstudio bei uns in der Ecke, mal gucken, wie da so die Konditionen sind. Bisschen müde. Ja, ein bisschen was generell im Leben ändern. Generell war das der Plan, dass ich hier einfach eine neue Routine kriege. Eine gesündere Routine, eine bessere Routine wie zu Hause sitzen. Immer nur von Brot, Reis und Kelloggs leben. Super ausgewogene Ernährung. Ohne irgendwelche großartigen Bewegungen. Ja, es ist so eine Sache in der Depression, da verfällt man generell eh immer in dieses, weil alles super anstrengend ist, man kann sich für nichts aufraffen, selbst Cornflakes machen ist eigentlich schon zu anstrengend. Und ja, ich glaube, das Schlimmste habe ich überstanden in der Tagesklinik und jetzt geht's halt oder so, aber es geht halt hinauf. Mir geht's immer ein bisschen besser. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn irgendwas im Argen ist, wenn euch generell nicht gut geht, alles sieht grau aus oder ihr habt einfach schlechte Laune oder sowas, sucht euch jemanden, der einfach, ja, sucht einfach Hilfe. Ich habe unten in der Beschreibung immer die Seelentelefonnummer drin. Wenn ihr so absolut keinen Plan habt, wo es anfangen sollte oder einfach ihr irgendjemanden braucht zum Reden, könnt ihr die da unten anrufen. Und da gibt es dann für euch Termine, wo man dann einen Anfang hat. Oder sucht euch bei eurem Hausarzt eine Hilfe. Der muss eh eine Überweisung schreiben. Für dann halt ambulant, stationär, irgendwas. Die wenigsten werden sich einen privaten Therapeuten leisten können. Daher, wenn die Kasse zahlt, geht zum Hausarzt und sprecht mit dem. Und wenn euer Hausarzt sagt, das ist Blödsinn, holt euch eine Zweitmeinung ein. Das ist immer noch erlaubt, dass ihr sagt, geht zu einem anderen Arzt und sagt, hier, guck mal, ich habe das und das Problem. Mein anderer Hausarzt, der hat ja gesagt, nee, ist nicht, ich würde mal deine Meinung dazu einholen. Und mal gucken. Zweite Meinung einholen ist generell nie eine blöde Sache, um einfach nur mal ein bisschen sicher zu gehen. Und ja, kommen wir dazu. Ich bin ja gerade eh so ein bisschen, weil ich gerade vom Sport komme, immer auf Sport. Ich habe momentan immer noch so einen ziemlichen Tunnelblick oder Gedanken sind überall verstreut, aber nicht dahin, wo ich sie hinhaben will. Und ja, hier mal ein kleiner Bericht aus der Sporthalle. Als Beweis, es wird Sport gemacht. Ich habe jetzt ein paar Runden hinter mir, ich habe ein bisschen Cardio gemacht. Guck mal hier, wir haben echt voll nice Gerätschaften hier. Jetzt wird es auch fit. Jetzt wird es ein fitter Hase. Ja, mal gucken, ob ich es zu Hause beihalten kann. Ich schau mal, wir haben in der Nähe bei uns ein Fitnessstudio, was da preislich ist. Warum wird wieder fit? Ich mache jetzt noch eine Übung, ich weiß auch nicht was. Ich habe hier, ich guck mal mit. Ich habe hier was für meine Rücken, also oberen Rückenmuskulatur, Schulterbereich gemacht. Und, wo ist er? Sieht man den? Da hinten haben wir ein bisschen was für die Beine gemacht, das merke ich jetzt noch. Also machen wir jetzt wieder was für die Arme, dass ich so jeden Tag mal, wenn es geht, wenn ich jetzt nicht in meinem Plan Fitness habe, werde ich jeden Abend mal hier runterkommen. Und ja, Warnung wird jetzt ein Fitterhase, so fitten Hasen angelegt. Ich warte und ich entschieden, was ich jetzt als drittes mache. Ist jetzt schwierig, es ist zum Glück jetzt gerade keiner da, aber filmen werde ich jetzt wahrscheinlich hier nicht großartig können, weil meistens ist immer einer hier unten. Auch so Gymnastikbälle und alles. Wir haben doch echt ein nices Zeug hier. Also Ansporn ist da. Ich merke auch, wie gut es mir tut. Einfach mal ein bisschen bewegen neben dem Laufen. Habe was Neues für mich entdeckt. Das Nordic Walking, das war ganz nice. Mal gucken, ob ich es zu Hause mit den Hunden machen kann. Mit der Lola wahrscheinlich nicht. Die braucht ja immer so lange. Die läuft ja nicht so gerne. Aber vielleicht kriege ich einen Max dazu, dass er alleine läuft und mit mir mal ein bisschen zügiger läuft. Und ja. Wir werden fitter, wir werden gesünder. Es wird gesünder gelebt, es wird Sport gemacht, es wird gesünder gegessen, wird auch ein bisschen was gekocht. Und ja, es tut sich was, es tut sich einiges. Soll ja auch alles so ein Lebenswandelumschwung sein und ein bisschen Inspiration, was einem Spaß macht, was einem gefällt. Und ja, gesund essen und Fitness tut mir gut, auch wenn es am Anfang echt Überwindung ist.
gerade mit Sport wieder anzufangen. Ich habe jahrelang nicht gemacht. Ich hatte früher immer ein bisschen Gymnastik gemacht, aber ja, das ist jetzt hier ein bisschen. Das meiste ist hier tatsächlich für Oberkörper, Muskelaufbau, also Rücken und Schulter und etc., weil die meisten ja da Probleme haben. Ja. Dann wird es wieder fitter. Ich habe jetzt nicht so das Problem von Gewicht, ist mir jetzt erstmal egal, aber ich will einfach ein bisschen fitter werden. Das ist ein schöner Nebeneffekt, wenn man einfach gesund ist und Sport macht, kurz noch die Pfunde ein bisschen runter. Aber das ist jetzt weniger mein Hauptziel bei dem Ganzen, sondern dass ich einfach generell gesünder lebe, einen fitten Lebensstil und mal gucken, damit es mir einfach seelisch besser geht. Und Seele und Körper hängt ja zusammen. Ja, so viel dazu. Bis später. Ja, so jetzt aber mal weg vom Sport. Ich habe ja noch ein bisschen mehr gemacht. Wir hatten halt, wie gesagt, viele, viele Erstgespräche mit den unterschiedlichen Ärzten, mit einem normalen Allgemeinarzt, mit einem Therapeuten, mit einem Körper, nee, wie heißt das? Physiotherapeuten, das war der Dude für den Körper oder die Dudette für den Körper. Und halt noch jede Menge andere Erstgespräche, um zu gucken, wo geht's hin, welche Schwerpunkte haben wir, was muss gemacht werden. Dementsprechend ist jetzt meine diese Woche eingeteilt. Und ja, besteht erstmal natürlich aus Therapiegesprächen und halt bei mir Fokus auf Rücken, weil ich ja Rückenschmerzen habe, dass wir die wegkriegen von ja, Gymnastik bis Rückensport. Oder einfach nur Massagen, ist da alles dabei. Und wir hatten eine coole Sache, die haben wir heute gemacht, das will ich mir auch vornehmen, oder nehme ich mir vor, wenn wir wieder zurück sind, weil meine Ernährung war jetzt nicht so sonderlich gut. Ich werde jetzt nicht tippitoppi beste Ernährung haben, ich werde jetzt nicht über Nacht Ernährungsexperte, das kann man direkt vergessen. Aber ich werde generell gesünder leben, was nicht schwer ist bei Brot, Kenne, Lox und Reis. Alles andere wäre gesünder. Und ja, wir werden ein bisschen generell einfach gesünder leben. Wir werden auch kochen und mal gucken, vielleicht kochen wir auch mal ein bisschen was zusammen in Stream oder so. Und ihr könnt mir helfen, weil ich bin eine Koching-Nulpe. Ich kriege die Basics hin, so ja, Nudeln, Kartoffeln und was kann ich machen. Ich kriege auch Soßen irgendwie hin, aber ein bisschen was Fancyeres, was mehr ist, wie ich mache es klein und schmeiße es zusammen. Da werden wir mal ein bisschen gucken und wir werden das vielleicht zusammen machen und ja, ihr werdet so ein kleiner Teil meiner Reise sein und vielleicht inspiriert sich der ein oder andere einfach mal ein bisschen mitzumachen, weil es macht schon sehr viel Unterschied. Auch ein kleiner Schritt ist ein Schritt nach vorne. Gerade wenn einem es nicht gut geht, sind kleine Schritte doch deutlich besser, wie man nimmt sich zu viel vor. Man nimmt sich nicht vor, einfach ich lebe jetzt generell gesünder, sondern vielleicht esse ich die Woche Kamera. Ich esse keine Kamera, aber vielleicht sagt man sich, okay, generell Ernährung direkt umschmeißen ist komplett schwierig, wenn man jetzt nicht, wie ich jetzt, in einer Reha ist, wo man halt einfach generell dazu gezwungen wird und hoffentlich, weil es ja mehrere Wochen geht, ein paar Gewohnheiten mitnimmt ins Alltagleben. Das ist generell so der Sinn, dass man in der Reha einfach durch den Tapetenwechsel neue Gewohnheiten entwickelt und die dann am besten Falle teilweise mitnimmt. Das, was einem hilft und was einem gut tut, weil jeder ist ja unterschiedlich. Was mir hilft, kann anderen nicht helfen. Was anderen hilft, ist für mich vielleicht doof. Jetzt zum Beispiel hatten wir den Fall, deswegen komme ich gerade vom Sport, den hatten wir eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich Körper, was war das? Bezugsgruppe Körpertherapie. Und das funktioniert bei mir nicht so gut, das schlägt bei mir nicht so an. Gerade weil es auch um so eine Uhrzeit ist, es war jetzt der Nachmittag, wo mein Körper sagt so, jetzt aber Arbeitszeit, wir sind vollkommen da, let's go, mach irgendwas. Und das war dann da sitzen, anderen zuhören, das dauert mir zu lang und ich bin eh so ein Mensch, der keinerlei Geduld hat. Man hat das ja noch nie gesehen in Spielen oder so, wenn man irgendwas Stealth-mäßiges, ich bin bei meiner Engelsgeduld. Ich bin der geduldigste Mensch auf diesem Planeten. Ja. Ich werde da so nervös. Das ist schlimmer wie in der Schule. Wenn ich irgendwo sitzen muss und anderen zuhören muss und keinerlei andere Möglichkeit habe, fällt mir schwer, wenn es gerade mehrere Personen sind, die vor mir dran sind mit Sprechen und, oder nach mir und ich weiß, ich muss warten. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Ja.
Ich darf dann wahrscheinlich, also ich durfte dann zum Glück den Raum verlassen und sage, ich mache jetzt einfach Sport, ich laufe jetzt entweder um das Gebäude oder ich sage, ich gehe jetzt mal in den Fitnessraum, den wolltest du ja mal ausprobieren. Bin ich runter und habe Sport gemacht und das hat mir mehr gebracht. Da werde ich auch mit meinem Therapeuten drüber sprechen, ob wir da irgendwie einen Kompromiss finden, dass ich das nicht mache, aber dafür mehr Sport. Ja, generell, ich will mal gucken, was sich die nächste Woche so ergibt. Da geht es ja erst so richtig los. Diese Woche waren ja vermehrt Gespräche, Erstgespräche, um einfach zu gucken, wohin es geht. Ach, apropos Kochen, ich habe den Faden verloren, ich habe ihn wieder gefunden. Oh, ich wollte gerade gucken, wo habe ich die Fotos? Ich habe die Fotos auf meinem Handy. Wir haben gekocht. Es war super. Wir haben in einer kleinen Gruppe, was waren wir, 4 Leute, haben was Cooles gekocht. Ich habe das Rezept aber irgendwo. Wartet mal, ihr könnt eh nicht weglaufen oder so, wartet hier. Wenn ich das Video schneide, denke ich bestimmt auch dran, das einzublenden. Kamera. Wir haben hier ein super Rezept. Steht da irgendwo was drauf? Hier so für alle, die es nachkochen möchten. Wir haben einen super leckeren Salat gemacht mit dem Honig-Senf-Dressing. Hatte ich vorher noch nie ausprobiert. Ich hatte mich auch nicht getraut, das in der Cafeteria zu probieren. Das ist super. Das ist, glaube ich, jetzt mein neuer Favorite. Gerade mit selbstgemachten Croutons. Ich habe ja, wenn überhaupt, die gekauften geholt und die sind nicht so. Aber selbstgemachte waren halt super. Schön Knobi. So schön Knoblauch drauf und anbraten. Super. Und dann hatten wir Kartoffeln. Wir hatten Hähnchenspieße mit Paprika und Zwiebeln. Da kann eigentlich alles, was man so mag, auf den Spieß oder was übrig ist, kann man auf so einen Spieß packen und anbraten. Und halt Kartoffelecken ab in den Backofen. Und den geilen Dip dabei. Also super, super lecker. Und ja, wir werden ein bisschen mehr kochen. Und wir gucken mal, was wir machen. Ich habe mal wieder Lust, eigentlich Brot zu backen. Ich hatte das früher mal gemacht, mehr oder weniger erfolgreich. Mal gucken, vielleicht backe ich ja auch, wenn ich daheim bin, einfach mal Brot. Und wir probieren aber mal Sachen aus. Ihr werdet dabei sein. Ihr werdet hier mal schauen, ob wir das live machen oder in Videoform, weiß ich noch nicht. Ja, und ihr tretet mir auch so ein bisschen in den Arsch, wenn ich zurück bin, dass wir ein bisschen was machen. Ihr müsst mir helfen. Wir machen das zusammen. Ich mache das und ihr guckt zu. Und wenn ich was nicht mache, dann schimpft ihr mir. Ja, der Wöchentlichbericht ist auch so eine Sache, die hilft mir tatsächlich einfach eine Verpflichtung zu haben. Nicht unbedingt Verpflichtung, sondern aber so, wie ich möchte eine Präsentation vorbereiten und guck mal, was ich geschafft habe. Wie gesagt, jeder Schritt, auch ist er noch so klein, ist ein Schritt nach vorne. Und es ist klar, es geht nicht immer bergauf, sondern geht auch mal bergab. Es war ja kurz vor der Reha hatte ich ja auch so 2-3 Wochen, da war es bei mir down und mir ging es nicht so gut gerade. Es ist hoch und mir geht es gerade super. Ich hoffe, das hält an. Ich weiß, dass ich momentan noch nicht so leistungsfähig bin, absolut nicht stressresistent. Also sobald irgendwas nicht so funktioniert, wie es will ich direkt Handtuch werfen und die Welt geht unter. Das ist alles furchtbar, furchtbar, schlimm, schlimm. Ja, aber daran wird gearbeitet, das kriegen wir schon hin. Und machen wir, schaffen wir. Und generell, ich werde auch wieder ein bisschen andere Sachen machen. Ich will ja ein bisschen kreativer werden, hatte ich letztens schon gesagt. Ich habe hier ganz fleißig Vorbereitungen getroffen. Ich habe hier noch mehr. Ich habe noch 2-3 mehr. Ich habe hier, wie man sieht, fleißig gehäkelt. Ich habe hier so Donuts. Da habe ich Murmeln reingemacht. Wenn euch das interessiert, generell so Häkeldinger. Ich kann mal gucken, dass ich euch die Muster aufschreibe, die ich gemacht habe. Dann könnt ihr die selber machen. Oder ihr kauft die. Bei mir nach der Reha werde ich die in Etsy packen. Ich werde da ganz viele Farben gucken, welche Farben ich so in die Griffe kriege. Ich habe nämlich hier noch so eine ganz bunte Wolle. Ich habe hier noch rosa. Ich habe hier noch das Blau. Und ich habe hier noch unten noch orange und gelb. Die sind jetzt gerade irgendwo verschwunden. Die finde ich wieder. Und so ein paar Sachen werde ich häkeln und werde die auf Etsy packen. Und mal schauen,
Mit der Toko muss ich noch sprechen, aber das mache ich dann zur Gamescom-Zeit. Ich werde auch auf die Gamescom kommen. Auf jeden Fall den Donnerstag und den Freitag. Da habe ich Tickets schon durch den Zietze, der Zizero und die Sharky. Habe ich unten auch verlinkt. Das sind Kumpels von mir. Quasi ist der Zietze jetzt mein, ja, irgendwo ein Chef. Für den habe ich ganz, ganz viele Bilder gezeichnet und Aufträge gemacht. Der hat mir, ja, das Gamescom-Ticket spendiert oder getauscht gegen Aufträge und so. Und dann, falls du das siehst, vielen, vielen lieben Dank, dass du das gemacht hast mit dem Gamescom. Ja, es klappt mit der Therapie auch. Also maximal 6 Wochen werde ich hier sein. Das ist dann so knapp, ich gehe hier raus und dann gehe ich zu Gamescom. Da werde ich mit einer guten Freundin, der Toko, Toko Kami Arts, die ist auf Twitch, die habe ich auch unten verlinkt, sind meine Buddies, meine Kumpels und ja, die Toko, mit der werde ich auf der Gamescom sein. Und ja, vielleicht sieht man sich da, vielleicht trifft man sich ja, vielleicht kann man, wer weiß. Ich werde auf jeden Fall Sticker mitbringen. Ich werde, da ich ja den Plotter habe, einfach um irgendwie einen Start zu finden, werde ich auf der Gamescom ein paar selbstgemachte Sticker verteilen. Mit dann Visitenkarte und allem, dass man mich findet. Und wenn ihr einen Sticker haben wollt, wisst ihr, Gamescom? Die ersten selbstgemachten Sticker. Nee, stimmt nicht. Ich habe da dieses Pokémon-Sticker für Bock gemacht, aber irgendwie geht das auch nicht weiter. Das macht ja eine Freundin jetzt alleine mit einem anderen Kumpel. Weiß ich nicht, aber ja, wollten nicht noch mehr. Aber jetzt halt zum Start. Danach, nach der Gamescom, geht's dann los. Und ich packe meinen Stuff auf Etsy, den ich selber mache. Wie gesagt, wenn ihr Interesse an Häkelzeug habt, also häkeln, ich werde jetzt nicht die große Welt häkeln, aber ich bin eh noch ein Anfänger. Aber wenn ich irgendwas Interessantes finde, so als die Donuts oder so. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mir das und dann gucken wir mal, dass wir uns die Pattern ein bisschen teilen können. Ich werde natürlich keine Sachen klauen, dass ich sage, okay, hier, ich habe hier irgendwas gekauft und mache das dann kostenlos für euch, sondern entweder selbst ausgedachte Dinge, weil es ist nicht große Denkkunst, jetzt einen Donut zu machen oder einen Kreis. Aber wenn euch sowas interessiert, vielleicht finden wir mal ein paar Sachen, die wir dann probieren können, regeln. Wie gesagt, ich bin noch ein Anfänger. Kreise kriege ich hin, Donuts kriege ich auch hin und mal gucken. Und mal schauen, wo es uns hinführt. Wie gesagt, nach der Reha will ich dann alles wieder so ein bisschen starten. Wie gesagt, Etsy will ich aufmachen. Ich will dann auch wieder meine Aufträge für die breite Masse anbieten. Wie gesagt, momentan nehme ich nur von ja, ausgewählten Personen Aufträge an. Und nach Reha, dann will ich so langsam wieder starten. Oder eigentlich nach der Gamescom. Nach der Reha mache ich den Etsy fertig und nach der Gamescom mache ich dann eine neue Webseite für Aufträge. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet, aber das ist noch nicht so ganz fertig. Da fehlen mir noch Bilder. Und mal gucken, dass ich das über die Reha so ein bisschen gedeichselt kriege, dass das danach so langsam, ich werde nicht direkt alles veröffentlichen, sondern so langsam starten, dass wir dann ja nach und nach wieder irgendwie den Dreh kriegen. Und ich habe schon wieder sehr viel gelabert. Dann vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt eine wundervolle Woche. Spätestens nächste Woche Dienstag hören wir uns wieder, wenn ihr einschaltet. Vielleicht abonnieren, ein Like da lassen und nächste Woche geht's weiter. Oder halt zwischendurch mal mit irgendwas anderem. Vielleicht mal wieder mit einem Unreal-Tutorial oder so. Wer weiß, was ich auf meiner Festplatte finde und wozu ich gerade Lust habe. Ja, ich glaube, jetzt habe ich auch genug gesagt. Bye, bye.